Aus der ganzen Spinnenwebe, die wir finden, können wir Seide machen. Oh, nur ein Seide. Ist ja nicht gerade viel. Ach, der Edmund hat auch nichts zu tun, außer den ganzen Tag dazustehen. Hey, ich muss da hin an den Platz. Meine Fresse. Hier, Jacob, kannst du uns mal verraten, was wir alles mit Seide machen können? Oh, Heroes Head Equipped. Das sieht aus wie die... Das ist von Zelda. Link-Verkleidung. Ach, da können wir jetzt hier... Also das... Ein Thron! Ah, wir können sogar einen Thron machen. Also ist ja perfekt fürs Schloss. Was ist das? Red Banner. Ach, ein Bett. Eine chinesische Laterne, auch nicht schlecht. Cool. Hey, nicht immer wegschmeißen. Ich würde bloß was wissen. Hier haben wir auch noch Goldfische. Statuen hier oben. Was ist das? Sand. Amethysten. Oh, all das Wertvolle. Topasse. Emeralds oder Emeralde. Habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur Rubine, Topasse, Saphire, Amethysten. Aber Emeralds habe ich noch nie gehört. Eine schwarze Linse haben wir sogar. Iron Ore. Wir haben noch 99 Iron Ores. Was man hier eigentlich alles findet, wenn man mal genauer hinschaut, nicht wahr? Pilze. Hier, Loot All. Das will ich jetzt alles mitnehmen, weil unten sind unsere Kisten. So, zack, Jacob. Bleib in deiner kleinen Mühle hier oben zu Hause. Der ist immer noch nicht weg, das gibt's doch nicht. So, hier quick stacken wir mal, dass wir alles raufkriegen. So, das Eisen kommt noch. Boah, wir haben sau viele Eisen, Leute. Das ist gut. Quick Stack, hier können wir noch was draufpacken. Wo haben wir denn die wertvolle Kiste? Hier sind nur Steine, nicht wahr? Ach, Grabsteine sind hier auch. Okay, können wir hier mit drin packen. Was haben wir? Hier sind Statuen noch. Unsere Krebsstatue. Mein Fress, was wir für Statuen haben. Und hier sind die Diamanten. Okay, da tun wir hier die Topasse auch rein. Die Amethysten. Die Emeralds. Die Amethysten. Die Rubine. Die Türen. Nee. So, Quickstack auch hier. Sandblock, Mudblock, Clayblock. Würdet ihr jetzt vielleicht mal hier weggehen? Das ist ein Nervbolzen, hey. Gibt's ja nicht. Schon wieder die Truhen weggeschmissen. Unfassbar, ja. Ja, okay, dann mache ich eben an dieser Stelle erst einmal ein kleines Aufnahmepäuschen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Terraria. Und dann werden wir wohl mal eine neue Höhle aufsuchen und ein paar Sterne sammeln, damit wir den Spiegel nutzen können. Und ja, das werden wir dann sehen. Also bis demnächst. Macht es gut. Ciao, euer Keltorio. Bye, bye. Ja, hallo, liebe Zuschauer und herzlich willkommen hier bei Terraria. Ja, das letzte Mal hatten wir eine große Höhlentour begonnen und was haben wir denn hier alles im Inventar? Ich glaube, wir haben schon wieder einiges weggeschmissen. Den Spiegel haben wir mittlerweile auch, sodass wir schnell heimfinden können. Und ich habe heute mal etwas anderes vor und zwar möchte ich doch gerne mal hier schauen, ob wir nicht, ja, brennen wir mal ein wenig mit Fackel. Ob wir nicht vielleicht so etwas finden wie Sternenschnuppen, dass wir Mana haben, um den Spiegel eben zu benutzen. Denn das haben wir bis jetzt leider noch gar nicht. Und das ist sehr, sehr schade. So, muss ich natürlich immer die Fackel zücken. Hallo? Fackel? Sonst sehen hier die Leute doch nichts. Na, geh weg. Vielleicht soll ich mal mein Schwert nehmen. Dann sind die schneller Geschichte. Na, ja, ja, jetzt seht ihr nichts, ich weiß. Hopp. Überspringt über das Viech. So. Frechheit, hier so viele Zombies. So, jetzt seht ihr vielleicht ein bisschen mal was, wenn ich ab und zu mal doch die ein oder andere Fackel aufhänge. Aua, geh weg. Geh weg, du dummes Ei. Ah, das will nicht. Jetzt hat's was mitbekommen. Ach, zwei Eier gleich. Zwei Eier. Das sind ja Augen, keine Eier. So ein Quatsch. Wie komme ich denn wieder auf Eier?
natürlich eine gute Frage. So. Und zack. Ach, wie viele hier schon wieder kommen. Wir haben doch keine Zombie-Nacht oder so. Sag mal, was ist denn hier los? So, hätten wir das auch erledigt. Können wir jetzt vielleicht mal hier weiter? Dann wäre ich ja mal ganz zufrieden. So, wie viele? Wie viele? Wie viele? Ist ja nicht mehr feierlich hier. Okay, einen Pilz. Noch Zombies, 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 Zombies. Ihr seht nicht viel. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, jetzt seht ihr wieder was. Oh, das Fackeln wollte ich doch gar nicht dahin platzieren. So viele zumindest nicht. Was ist denn hier passiert? Hier ist ein Loch. Naja, egal. So, eine Fackel hätte da aber auf jeden Fall gereicht. So, da schwingen wir mal den Hammer. Und nehmen zwei wieder mit, weil so dick haben wir es mit Fackeln ja auch nicht. Ja, dummer Zombie, dummer Zombie. Zombie, 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 Zombie. Da mal eine Fackel hin. So. Da kann auch mal wieder eine Fackel hin. Wir beleuchten uns einfach den Weg, wie wir ihn brauchen. Hä, da unten waren wir schon mal. Ach ja, das kann sein. Dass wir da schon mal gewesen sind. Ziemlich am Anfang, wo wir die Map erkundet haben, glaube ich, war das noch. Das waren Zeiten, meine Fresse. Wieso kommen denn hier eigentlich keine Sternschnuppen, beziehungsweise so wenig? Wir haben bis jetzt noch kaum was gefunden hier. Kann ja wohl nicht sein. Hier ist schon wieder alles zugewuchert. Guckt euch das mal an. Zack, 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 zack. Okay, aber hier runter müssen wir ja erstmal nicht. Ich wollte ja erstmal schauen, dass wir irgendwie Sterne zusammenbekommen. Ah, das hier wird schwer. Wow. Wie weit es hier runter geht halt. Guckt euch das an. Wow, und jetzt kommen wir nie wieder da hoch, oder was? Was ist denn das für eine komische Luft? Mensch, hier so viele Augen. Drei Augen, was ist das denn? Geht weg. Oh, der hat wieder eine Linse gedroppt. Schön drüber springen über die Viecher. So, der hat auch wieder eine Linse gedroppt. Der nicht. So, Zombie, du kannst die Mücke machen. Und es wird wohl schon wieder Tag, wa? Nee, wir... Oder doch, es wird Tag. Wollte ich sagen, ja. Aha. Meine Fresse. Hier alles rumfleucht. Tja, haben wir kein Mana gefunden. So leid es mir auch tut. Ach, guck mal, da unten steht ein Dämonenaltar. Das müsste doch eigentlich heißen, dass wir in der Nähe der Corruption sind, oder? Das Kupfer nehme ich mal mit. Oder heißt es das nicht? Ich weiß es auch nicht. So, so, so. Blaue Slimes, grüne Slimes. Mal alle weg. Ach, schon wieder ein blauer Slime. Na, sag mal hier, eins. Hopp. Hopp. So, jetzt wird es langsam heller. Das ist schön. Ach, wir waren gerade in einem ganz anderen Hintergrund. Ja, wie kommen wir jetzt eigentlich hier am besten wieder hoch? Das ist ja kacke. Nehmen wir mal das Holz mit, die Bäume. Und dann versuchen wir uns mal irgendwie eine Treppe da hoch zu bauen. Weil anders sehe ich da keine Möglichkeit, wieder hochzukommen. Das ist ja ein ganz schöner Berg hier, den wir überwinden müssen. Na, Slime, alles klaro. Ach, das hier ist Wüste, wo wir sind. Weil sich der Hintergrund natürlich auch ändert, sieht man. Ach, hier falsches Werkzeug. Soll vorkommen. Jetzt sind wir im Wald. Jetzt in der Wüste. Wald, jetzt in der Wüste. Jetzt in der Wüste. Ist ja lustig. Zack. Ja,
Ja, wie viele Slimes denn noch? Jetzt ist hier langsam mal gut. Ich brauche doch nur das Holz. So, jetzt stehen wir wieder im Wald hier. Na, komm schon. Okay, und hier sollten wir jetzt probieren, irgendwie uns was hochzubauen. Haben wir den Dreck? Mudblock. Dirt speziell haben wir nicht. Ach, dann nehmen wir halt den Mud. Wow. So, ja, jetzt sind wir wieder hier auf einer Tour gelandet, die ich so nicht vermutet hätte. Naja, probieren wir einfach mal hier immer drei hochzubauen. Oder so ähnlich. Ja. Irgendwie, dass wir dann halt da hochkommen, ganz unbeschwert. Ich glaube, das könnte etwas problematisch werden. Bei so einer hohen Schlucht, das ist ja krass, was, wie hoch das Ding ist halt. Kann ja gar nicht sein. So ein Riesenberg, das ist schon ein ganz schönes Hindernis, wenn man noch gar keinen Enterhaken oder so hat. So, aber man kann sich ja irgendwie aushelfen. So. So. So, da hätten wir hier. Aber das reicht noch nicht. Ihr seht's ja. Jetzt reicht's erst. So, jetzt können wir hier rein. Ach, stürmen wir halt mal die Höhle hier rein. Hier waren wir ja bloß ganz kurz drin, glaube ich. Wenn ich recht erinnere. Viel dürften wir hier aber noch nicht erkundet haben. Oder doch? Eigentlich nicht. So, können wir hier unten durch. Jawohl. Erleichtert uns das Ganze etwas. Na. Zack. Kaputt gemacht, den Slime. So, gehen wir mal hier runter spazieren. Hopp. Wow, das war jetzt ein tiefer Sprung. Hätte auch ins Auge gehen können. Ah, so ist es aber nicht. So, hier sind wir schon wieder etwas in den tieferen Gefilden. Hier hätten wir uns mal runtergegraben. Okay. Da hatten wir uns auch runtergegraben, aber nicht weit, wie es scheint. Aua. So, wow. Sind wir halt wieder auf irgendeiner Tour gelandet hier. Naja, was soll es? So. Wieso hat er jetzt gleich? Boah, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich was. Wieso ist denn das hier so verdammt dunkel, hey? Das gibt's ja gar nicht. Sieht man ja gar nichts. Oh, ein Herzcontainer, Leute. Das gefällt mich doch. Life Crystal. Wo haben wir den? Da. Uhu. Ein weiteres Herz für uns. Damit sind wir bei 260 Herz angekommen. Oder Leben. Wie man das auch nennen mag. Hier haben wir eine Pfeilfalle. Die hat jetzt wohl der Slime ausgelöst, nehme ich an. Ja, da. Boah, Achtung. Die bauen wir mal ab, dass wir sie nicht auslösen. So. Wo ist denn jetzt hier der Wurm? Du dreckiges Viech, komm runter. So, hier haben wir Kupfer, wie es aussieht. So, dankeschön. Okay, Kupfer nehmen wir natürlich auch noch mit. Das heißt natürlich auch noch, aber das können wir mal noch mitnehmen.
Noch ist es nicht zu spät für uns, das liegen zu lassen. So, hier. Können wir Seelen ruhig weiter abbauen, während wir dem Slime mit der Spitzhacke was aufs Fressbett geben. Ach, so schön, eine große Kupferader hier. Da könnte man doch theoretisch ein Haus aus Kupfer bauen. Ich weiß nicht, das müsste doch ähnlich aussehen wie ein Haus aus Gold. Also fast. Ein bisschen ähnlich halt. So, hier haben wir wieder Amethysten. Wo ich mich noch immer frage, wofür die genau sind. Und wir sind schon wieder eine ganze Erdschicht tiefer angelangt. So, machen wir mal da eine Fackel hin. Da auch. So, und hier geht es auf jeden Fall runter. Ich denke mal, hier sollten wir auch runter gehen. So, eins geht noch hier. Hopp. Das ist ein untoter Miner. Minenarbeiter. Hopp, hopp. So, Undead Miner, hier. Silvercoin, Bomb und andere Coins. Coppercoins, genau, die waren's. So hießen sie. Man kann's vergessen, wie die Dinger hießen. Naja. So, was haben wir da? Nix. Da geht's nicht wirklich weiter. Okay, jetzt müssen wir uns doch mal irgendwie hier hochbuddeln. Weil hier haben wir uns ein wenig vergraben. Hopp, hopp, hopp. Ach man, das ist scheiße, dass wir jetzt noch keine Magie haben. Nicht genügend Sterne, so können wir den Mirror ja gar nicht einsetzen. Ja, da haben wir Pech gehabt. Wir sollten vielleicht wirklich erstmal wieder rausgehen, oder? Ich würde fast sagen, ja. Weil jetzt, okay, jetzt war eh Nacht, da wollte ich sagen, okay, gucken wir halt mal hier in die kleine Höhle rein, was wir hier alles so finden. Hat sich ja bis jetzt auch einigermaßen gelohnt. Weil wir haben zumindest schon mal, hopp, rein ins Getummel hier. Wir haben zumindest schon mal einen Herzcontainer gefunden. Silvercoin, Coppercoin. Irgendwie kriegen wir hier nicht alles, was wir brauchen, habe ich das Gefühl. Gel. Wieso kriegen wir eigentlich keine Glowsticks? So. Okay. Mit den Glowsticks ist alles etwas schade. Wieso können wir uns keine Glowsticks eigentlich machen? Brauchte man dafür was anderes? Ich weiß es schon gar nicht mehr. So. Jetzt kommen wir da raus. Das gleiche müssen wir hier wohl auch machen, sonst kommen wir da nicht hoch. Na. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Da ist eine Qualle drin. Naja, da bauen wir jetzt mal hier rüber. Hopp. So, und da hoch. Und jetzt wieder hier hoch. Ach, herrje. Ja, da hilft uns unsere Cloud in der Bottle nicht wirklich viel weiter an dieser Stelle. Sind wir von da oben gekommen? Ja, ich glaube, hier können wir auch hoch. Hopp. 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 So. Und dann da hoch. Und dann da hoch. Und das müsste jetzt schon der Weg zum Ausgang sein. Auf jeden Fall sehe ich mal schon wieder grün. Und grün ist immer gut. Das heißt, wir sind nah an der Oberfläche. So. Immer raus hier aus der guten Stube. Hopp und hopp. 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 Die Kiste nehme ich aber nicht mit. Ist ja nur eine braune. Nicht mal eine Goldkiste oder so.
So, und wir haben wieder schönen Tag, helllichten Tag.